Also heute greife ich noch einmal diese Geschichte aus der Weltliteratur, aus der Universalliteratur, aus der antiken Erzählung der Kunst heraus, die aber auch eine alttestamentliche Erscheinung ist, ein Phänomen, also das altbewährte, ausgewogene Prinzip der Männerkameradschaft über Jahrtausende bewährt. Was wir heute vorfinden, ist zum Beispiel alles Mädchen, die Institutionen, psychosozialen Dienst, Krankenversorgung, alles kranke Menschen, chronisch Kranke heilen. Das kostet Milliarden von Milliarden. Aber andererseits, der richtige Mann, der im hohen Alter alle Kinder seine verloren hat und plötzlich die Frau noch unzüchtig wird und ihn verhöhnt in seinem großen Trauerschmerz. Und die Freunde verliert auch und die rauben ihm dann im Alter, wo er nicht mehr zeugungsfähig ist, das Kapital auch noch und den Grundbesitz. Sie verschmähen ihn plötzlich alle. Und das ist diese Erzählung des Jobe, des Hiob, des Ichobs, der Mann, der nicht gesättigt wurde im Leben, weil er also keine Nachkommen dann letztendlich erzielt hat, keine wahre Freundschaft gekriegt hat als Sozialleistung dann, wenn er in Not und im Elend war. Verstehst? Und wo er die wirkliche Liebe der Frau nicht erhalten, nicht erzählen konnte, weil in der Elends-, in der Notstandssituation hat sie ihn dann verhöhnt. Aus diesem Grunde kann man sagen, il libro di Giobbe è un capolavoro della letteratura universale. Also das Buch des Hiob ist ein Meisterwerk der Erzählkunst, also der universellen Weltliteratur. Sia per l'eterno problema che agita. Es ist das ewige gleiche Problem, das Phänomen der Untreue, der Kameradschaftslosigkeit, der Untreue durch die Frau in der Not und der Untreue auch dieses irischen Systems, das einen verratet manchmal durch die höheren Gewalten. Denken wir an Tsunami, Erdbeben, Hochwasser, Feuer oder Krankheit, also wo die Kinder dahingerafft werden. Oder durch den Hass, den Groll aus dem Herzen, was ja auch den Menschen zerstört. Verstehst du? Der Krieg, wo die schönen Nachkommen dann alle dahin sind. Und dann zum Schluss hat man keine Zeugungskraft und man ist alt und hat man verloren. Verstehst du? Und das ist furchtbar. Da kann man nicht sagen, du hilfst immer, wenn man sieht, die ganzen Magisterweiber, wie sie sich wie Ameisen, wie gierige Wölfe um die Institutionen scharen und Milliarden auf Staatsschulden, auf Fremdschulden anhäufen, die niemand mehr bezahlt. Und zum Schluss kein einziges Kind, das du 50 Jahre bitterlich, erbärmlich erflehst, dann hast nichts. Und das Leben ist dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf Jahrzehnte vergangen, ohne Sexualität, ohne jemals eine zuwendende Liebe durch eine Bacherbsensuppe zu erhalten. Nix, verstehst? Und dann wollen die Mädchen, Magisterweiber immer recht haben. Aber sie haben nicht recht, weil sie nur Profil sind geworden, verstehst? Und unzüchtig im großen Stil, also der Satanismus, die nicht mehr nachgeben. Und du kannst bitten und um Erbarmen flehen, das nützt dir nichts mehr. Und das ist wirklich schade. Verstehst? Wenn jemand aus Groll zum Beispiel einen Raubmord begeht, eine isolierte kriminelle Handlung aus tieferen Motiven, das wird es immer geben. Und das ist nicht so schlimm, weil es eine isolierte, ein Kapitalverbrechen halt ist. Ein Raubmörder hat einen Übergriff gemacht. Das kann man verzeihen, verstehst? Aber ein ganzes Volk auszurotten und unerbittlich nicht mehr nachgeben in der Rechthaberei. Und wenn man 3 Jahrzehnte bittet, verstehst? Und mit sehnsüchtigem Verlangen alle denkbaren Gründe dafür, Beweggründe, als einen Vordergrund stellt, 400 Lebenssinne von großen Philosophen aufzählt und überhaupt nicht mehr eingegangen wird, wenn man dann auch 20 Jahrzehnte nicht mehr begrüßt wird, sondern mit meinen Kinderfacker belastet wird, ohne dass man eine Schuld auf sich geladen hat, keinen einzigen Makel hat, verstehst? Keine einzige geschlechtliche Zuwendung gekriegt hat, keinen Kuss im Leben, nix. Und 14 Stunden, 3 Jahrzehnte gearbeitet hat und hochgebildet ist, 18 Sprachen kann, viele Naturwissenschaften studiert hat, Geisteswissenschaften, zu jeder Religionsvereinigung immer gut war, weil man jene immer gut gesonnen war, verstehst? Niemand war schuldig geblieben.
Aber die Hartherzigkeit dann, das ist wie eine Krankheit, die Nekrophilie. Der Hiob, der stirbt nie aus. Also das Grundbedürfnis, vital, Elementarbedürfnis des Mannes, das sehnsüchtige Verlangen, verstehst? Einerseits gut zu leben, gut essen, gut trinken, Sexualität und Familie, Nachkommen. Andererseits natürlich auch nicht das ganze Leben im Hohn als Opfer auf kriegsverbrecherische Weise niedergewetzelt zu werden. Im eigenen Land. Das kann nicht sein, verstehst? Und das ist die Problematik über Jahrtausende, dieselbe eigentlich. Also 7 Generationen müssten einmal friedlich nebeneinander bestehen können, ohne dass der andere den anderen kannibalisiert und der alles wegnimmt und zum Schluss noch recht hat. Weil er das ganze Leben 5 Jahrzehnte sagt, er arbeitet und fährt leer im Kreisamtum und es wird kein einziges Kind geboren. Und Milliarden, Hunderte und Tausende Milliarden Dollar Kröten Schulden. Und du musst ja denken, die ganze Hochtechnologie, 3 Jahrtausende Leistung, das Rad, das Feuer, den Motor erfunden, die Antriebssteuerung, die beste Automatisierung steht brach, verstehst? Weil wenn du das Rad nur so benutzt, um Unzucht zu treiben, im Vakuum rezyklieren, dann kannst du nicht sagen, dass du Leistung erbringst, sondern im Gegenteil, du haltest alles in die Starre, in die nekrophilen Welt gebunden an die, wie der Satan, verstehst? Du wütest, kann man sagen. Du weidest dich am Unglück des Nächsten. Und das ist nicht schwer zu verstehen. Über Jahrtausende ist dasselbe geschehen. Da brauchst du nicht höher zu differenzieren. Da brauchst du nicht so viele Rechtsfakultäten. Also 4000 Weiber an einer Rechtsfakultät, Karl Franzens Uni. Und was, denk einmal. Die kassieren Kohle 7000 bis 12000 pro Frau, pro Magisterhenne, 50 Jahre lang. Und kein einziges Kind überlebt neben ihnen. Neben Justizpalästen, Staatsanwälten, hin und her, obersten Landesgerichts, Strafprozessordnungen, was weiß ich, Verfahrensbeistand. Das nützt dir nichts mehr, verstehst du? Das Vögelein, das Wilde kommt eher zu mir, als eine Dame durch dieses Nadelöhr geht, mit einem guten Menschen.